wertvollste Stück aber im Museum sind diese beiden Schiffszwiebäcke. Da kommen wir wieder so ein bisschen an die Frage, was hat man, wie war das Leben auch an Bord früher? Wir haben es schon gehört, die Schiffe waren ein Vierteljahr unterwegs, 3, 4, 5 Monate. Man hat nicht überall immer einen Hafen gehabt. Kühlräume, haben wir auch gesagt, hatte man auch nicht. Das heißt, Proviant mitnehmen. Was esse ich denn 3 Monate? Welches, ja? Den Zwieback. Auf dem Schiff gab es kaum frisches Essen und Trinken. Sie aßen meistens Schiffszwieback, der nur aus Mehl und Wasser bestand und nicht sehr gut schmeckte, aber dafür sehr lange haltbar war. Das sind Fässer, das sind Zuckerrohre.